Was? Nein, 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 nein. Oh! Okay! Was Leute, mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin bei Never Ending Nightmares, was ein Horrorspiel ist. Es ist so eine Art 2D-Horrorspiel, wo wir ein Typ sind, der quasi, ich glaube von dem, was ich gehört habe, in einem Albtraum ist. Und wir müssen diesem Albtraum entkommen, indem wir diesen Wesen dort quasi keine Aufmerksamkeit schenken und sie einfach ignorieren. Das ist das, was ich gelesen habe, aber ich habe es noch nie gespielt. Aber es sah super interessant aus. Ich habe schon lange in meiner Wunschliste gehabt und dachte mir, okay, wieso eigentlich nicht? Ich meine, jetzt ist es spät, es ist ziemlich spät. Und ich dachte mir, okay, wir können ein Horrorspiel aufnehmen. Nun, das Spiel soll Jumpscares beinhalten, also es kann ziemlich gruselig werden und vor allem die Musik schon am Anfang, die ist verdammt creepy. Aber es heißt nicht, dass ich mehr davon machen werde, aber ich meine, wenn du mehr davon sehen willst, 2000 Likes in einer Stunde, dann werde ich gerne mehr davon machen, aber ich meine, erstmal solltest du vielleicht schauen, wie es überhaupt ist, vielleicht gefällt es dir ja gar nicht, kann natürlich auch sein. Aber ja, ich würde einfach sagen, wir spielen einfach mal. Ich meine, ich wollte wenigstens ein Video dazu machen, weil ich weiß halt nun mal nie, wenn ich die Spiele habe oder kaufe, dann weiß ich gar nicht, wie die sein werden, was logisch ist, weil ich meine, ich kaufe sie, aber ich habe keine Ahnung, wie die eigentlich sind, die Spiele. Deswegen würde ich sagen, wir spielen einfach mal auf Play und wir fangen einfach mal an, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Ich weiß nicht, was ich... Okay, lass uns einfach beginnen, okay? Vielleicht wissen wir sogar, was passiert. Und übrigens, wir können es auf Deutsch spielen. Da haben wir es auf Deutsch, Leute. Bildschirm auf der Lösung. Ja, okay. Also, sehr gut. Das wollte ich haben. Das ist perfekt. Kopfhörer, wir empfehlen, mit Kopfhörern zu spielen. Ja, ich würde sagen, ja, ich habe Kopfhörer. Möchtest du den Kopfhörermodus aktivieren? Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Ich habe sogar die Lautstärke ein bisschen lauter. Nach oben. W-A-S-D. Leerzeichen. Renn? What? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach so, so können wir rennen. Verstehe. Na, dann wollen wir mal, Leute. Oh, was für ein Bild. Oh mein Gott, was geschieht hier? Alter Schwede, okay, was ist hier los? Was ist passiert? Es ist ein Albtraum. Es ist nur ein Albtraum, okay? Das meinte ich. Das Spiel beginnt schon ziemlich heftig. Ich meine, wir träumen von irgendeinem Mädchen, was absolut zerstört wird. Wir können rennen, was gar nicht gut ist, Leute. Weil wenn wir rennen können, bedeutet das, wir müssen vor irgendwas wegrennen. Sehr, sehr wahrscheinlich. Aber nun gut, Leute. Auf jeden Fall, dieses Spiel hat eine sehr bestimmte Grafik. Muss man nicht mögen, kann man mögen. Aber wie gesagt, muss man nicht. Kann man mit Sachen interagieren? Ja, bestimmt, ne? Ich weiß gerade gar nicht wie, aber müsste eigentlich da stehen, oder? Wie komme ich da rein? Enter. Mit Enter können wir durch die Tür an. Also wir sind quasi aufgewacht, Leute, aber wir sind nicht wirklich aufgewacht. Wir sind immer noch im Albtraum von dem, was ich glaube oder was ich gelesen habe. Kann ich Lichter machen? Nein, leider nicht. Okay, Licht können wir nicht anmachen. Lass mal da reingehen. Ich habe keine Ahnung. Wir haben hier ein Badezimmer, was sehr interessant ist tatsächlich. Wir haben ein Klo. Wir können leider gar nichts so wirklich benutzen. Und man spielt es wirklich nur mit der Tastatur, was ebenfalls ziemlich krass ist, Leute. Aber na gut, lass uns mal rausgehen und gucken, was wir noch so finden können. Ich meine, das ist unser Haus anscheinend ziemlich gruselig. Vor allem, ich mache noch ein bisschen Sound lauter. Oh, mein Sound ist jetzt richtig laut, Leute. Wenn jetzt ein Jumpscare kommt, werde ich sowas von schreien. Aber von dem, was ich gesehen habe im Badezimmer, gab es wirklich nicht allzu viel. Deswegen gehen wir mal hier rein und schauen uns mal hier um, was es hier gibt. Hier haben wir einen Brief. Okay, da fällt schon das erste Bild um. Warte mal, das ist sogar gelb, das Bild. Oh, warte mal, wie sehe ich aus? Das bin ich. Okay, ich bin der auf dem Bild. Das heißt, das ist unser Vater, das ist unsere Mutter und meine Schwester ist in dem Traum gestorben. Ach du heilige Kacke, das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig. Ich meine, die Schwester, man kann auch übertreiben, okay? Na gut, wir haben auf jeden Fall, scheinen wir eine reiche Familie zu sein, weil ich meine, das ist der Wahnsinn, was für ein Haus das hier ist. Wir können hier auf Bilder schauen, da haben wir, sieht aus wie mein Onkel, der immer zu besoffen ist. Können wir auch hier Enter drücken eigentlich bei den Bildern? Irgendwie nicht, ne, so wirklich. Ne, so, irgendwie nicht, Leute, was ein bisschen schade ist. Aber na gut, ich würde sagen, wir dann einfach mal weiter und schauen uns weiterhin um. Lass mal hier rein gehen. Gucken, was es hier gibt. Hier haben wir ein Zimmer voller Bücher, was sehr interessant ist. Und hier ist sogar... Oh mein Gott. Okay, ich verstehe. Das kann ich nicht. Sorry, das verstehe ich nicht. Wenn das jemand lesen kann, bitte übersetze es einfach in den Kommentaren, okay? Wenn du nichts Besseres zu tun hast. Kleiner Spaß. Ich weiß nicht, was für ein Spruch das ist. Und wieso stöhnst du so, Bro? Ich meine, ich verstehe, dass du Rennen nicht allzu sehr magst, aber komm schon, okay? Ich bitte dich. Na gut, wie auch immer, raus geht's. Vielleicht sollte ich auch nicht die ganze Zeit sprinten. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine gute Idee. Aber na gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter, schauen uns weiter um. Und unser Haus ist hier absolut riesig, was es hier alles gibt. Warte mal, warte mal, warte mal. Da war ein Bild. War da meine Schwester? Kann ich mir das angucken? Geht leider nicht. Schade. Das wäre natürlich episch gewesen. Wenn ich mir das angucken könnte, aber leider nicht. So, ich weiß gar nicht, mit was ich wirklich interagieren kann. Ist hier wieder das Bett? Okay, hier ist wieder das Bett, Leute. Waren wir hier nicht schon? Oh mein Gott, okay, ich hätte mich da nicht erschrecken müssen. Das war wirklich unnötig, Leute. Ich hätte mich da nicht erschrecken müssen. Der Sound ist einfach nur sehr, sehr laut und jedes einzelne Geräusch, was ich höre, erschreckt mich gefühlt, okay? Aber ich hätte mich da auf keinen Fall erschrecken müssen. Definitiv nicht, Leute. Lass mal sehen, was es hier noch so gibt. Ich meine, diese Art von Spiel kann sehr, sehr gruselig sein. Also, das ist schon... Oh! Okay, das ist gerade heftig. Das ist...
Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich überhaupt erschrecken werde. Ich meine, was habe ich jetzt nicht gedacht? Es ist schon ziemlich heftig eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, dass so ein 2D-Spiel einen erschrecken kann. Auf jeden Fall, Leute, wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einem Traum. Wir müssen aufwachen, okay? Es kann sogar sein, dass der... Okay, da fallen langsam Sachen um. Es fängt langsam an, heftig zu werden, Leute. Aber der Entwickler hat, ich glaube, Depression des Spiels. Oh mein Gott, warte mal, was ist hier los? Oh mein Gott, warte mal, was ist hier passiert? Okay, ganz kurze Beschreibung. Kann ich irgendwas damit machen? Nein. Also, wir sehen, da wurde irgendwas reingetan, richtig? Dann wurde das gedreht. Was wurde reingetan, Leute? Was wurde reingetan? Kann mir das bitte jemand erklären? Nee, mal ehrlich, das würde mich interessieren. Wortwörtlich extrem interessieren. Was haben wir hier? Hier tropft Blut. Von da oben, da ist eine Axt mit Blut. Heilige Kacke. Oh mein Gott, okay, das ist heftig. Das ist sehr heftig, Leute. Ich gehe mal weiter. Wir kommen raus? What? Wieso kommen wir raus, Leute? Das ist nicht mehr normal. Okay, wir sind auf jeden Fall draußen, was zwar sehr interessant ist, aber kann ich bitte aufwachen? Mehr will ich gar nicht in meinem Leben. Ich weiß auch nicht genau, wie lange das Spiel geht übrigens. Ich meine, es ist kein 2-Euro-Spiel, es ist ein 15-Euro-Spiel, was eigentlich schon ziemlich viel ist. Und das ist schon echt nicht ohne. Und ja, oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Alexander Bruce, hier sind Leute verstorben. Wir haben einen verdammten Friedhof vor unserer Tür. Justin, Sean, James, Kevin, Kari, Lloyd. Meine Güte. Leute, ich bin ganz ehrlich, ne? Warte mal, da ist... Alles, was Farbe hat, Leute, können wir... Mit dem können wir interagieren. Was sehr interessant ist. Oh nein, war das die Schwester? Das war die Schwester, oder? Er ist aufgewacht. Ich hab Gänsehaut. Are you okay? You look upset. I'm sorry. I just had a terrible nightmare. Ja, das hatte ich. That's silly. I'm fine. Besides, you always promised you'd take care of your little sister. Natürlich. When we were kids. It's still true, isn't it? Ja, natürlich. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. Ich kann nicht aus dem Traum aufwachen, oder? Meine arme Schwester. Oh nein. Oh, was ist hier übrigens? Ich kann natürlich ihr gleich folgen. Aber, wow, warte mal, was ist hier los? Ich bin wieder aufgewacht. Das ist unnormal. Unnormal, Leute, wie gruselig das ist. Zähne? Okay, das sind nicht meine Zähne, Leute. Okay, das ist besser als erwartet. Das ist creepy as hell. Ich werde einfach gehen, Leute. Ich will gar nicht so schnell rennen. Ich will das Spiel gerade genießen. Ich finde es super cool. Ich finde es besonders. Es ist so ein bisschen wie Frambo. Auch ein sehr besonderes Spiel vor allem. Aber ziemlich krass, Leute. Und wir gehen natürlich in jede Tür rein, weil wir das auf jeden Fall tun sollten. Und ich habe das Gefühl, wir werden nicht nur einmal aufwachen, sondern öfter. Und ist das mein Vater? Ich habe keine Ahnung, Leute, wer das ist. Aber es spielt vor allem sehr interessant aus mit dieser... Ich meine, das ist einfach nur schwarz-weiß. Und was sind das für Bilder, Leute? Und da geht's nach unten. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Das gefällt mir gar nicht. Wieso sind die Wände so zerstört? Was sind das für Geräusche? Ich höre gerade irgendwas, Leute. Also, ich gehe jetzt einfach mal nach unten. Ganz easy peasy. Oh je. Oh je, das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Warte mal. Kann mir bitte jemand erklären, was hier da passiert? Warte mal. Wieso machen wir wieder auf? Sind noch die Zähne da? Aber wenn die Zähne noch da sind, ja. Die Zähne sind noch da, also nach unten dürfen wir nicht. Wenn wir nach unten gehen, wachen wir einfach wieder an derselben Stelle auf. Wir wissen dann gar nicht mehr, um was es geht. Gehen wir lieber wieder raus, Leute. Und schauen uns lieber ganz normal um, okay? Alles wird gut, solange du wild bist, okay? Like einfach das Video, dann wird es dir besser gehen. Glaub mir, vertrau mir, okay? 100%, ich mach's jedes Mal. Aber da ich wieder aufgewacht bin, würde mich interessieren, ob hier irgendwas jetzt ist. Nee, ne, ist genau dasselbe. Was passiert eigentlich, wenn ich komplett nach rechts gehe? Weil da ist der Schatten ja wirklich extrem, ne? Das ist schon wirklich nicht ohne. Na, aber gut, Leute, wir gehen jetzt weiter. Und dieses Mal werde ich nicht den Weg nach unten gehen, weil ich denke, das wird sich nicht allzu sehr lohnen. Alter Schwede, da gehen wir nicht runter. Ich gehe da nicht runter. Nein, nein, nicht schon wieder. Muss ich da runtergehen? Nee, oder? Nee, warte mal. Wieso ist die Tür dazu? Warte mal. Kann ich da gar nicht lang? Oh, warte mal. Kann ich irgendwas machen mit der Maus? Nein, die Maus kann ich nicht mal benutzen. Das ist krank. Vor allem das Spiel ist so simpel. Man läuft einfach rum und erkundet die Gegend in diesem Haus von meiner absolut reichen Familie. Also das ist schon wirklich der Wahnsinn. Meine Familie ist absolut reich. Und hier haben wir Spielzeuge, die zum Glück gar nicht gruselig sind, indem sie da stehen. Alles bestens. Kein Problem. Wirklich, ich hab keine Angst vor... Nein, vor Spielzeugen. Wer hat Angst vor Spielzeugen? Ich nicht. 0%. Ja, da... Warte mal. Ist das ein anderes Badezimmer? Ich glaube sogar ja, Leute. Mega... Oh mein Gott. Na, das ist ja super, dass es gar nicht gruselig ist, Leute. Ich liebe gar nicht gruselige Spiele. Nee, alles bestens, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich gehe einfach weiter.
weiterhin nach rechts. Das sollte kein Problem sein, oder? Das sollte kein Problem sein. Alles bestens. Jetzt wird es aber dunkler, Leute. Das Licht der Scheiben dringt aber da rein. Ich finde es so cool, wie man sieht, was Schatten ist und was nicht. Und wo vor allem das Licht reinkommt. Verdammt, verdammt geil. Ich versuche auch mit so vielen Sachen... Oh! Okay, okay. Leute, ihr merkt immer, ich rede immer mehr, wenn ich Angst habe, okay? Ich rede wortwörtlich immer mehr, wenn ich Angst habe. Das steht fest. Okay, wir gehen jetzt einfach hier lang. Und wir... Uns interessiert es nicht, okay? Es ist nur ein Albtraum. Es ist nur ein Albtraum. Wir werden aufwachen. Früher, später. Wir werden hundertprozentig aufwachen. Und wo zum Teufel gehe ich die ganze Zeit lang eigentlich? Wo ist meine Schwester überhaupt hingegangen? Da ist ein Brief. Kann ich nicht lesen. Sehr, sehr schade. Ich gehe natürlich in jede Tür rein, by the way. Also, wenn ich wieder rausgehen kann, dann gehe ich wieder raus. Und hier wurde genäht. Alter, was ist das für eine... Was ist das für ein komisches Haus? Wer würde hier bitte wohnen? Jetzt mal ehrlich. Ich würde hier nicht gerne wohnen. Okay. Ich bin ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, wer hier gerne wohnen würde, aber ich nicht. Definitiv nicht, okay. Das ist viel zu gruselig. Aber die Bilder sind schön, okay. Es ist so ein altes Haus, so als würde ich Spiel 1800 irgendwann spielen. Geh mal hier rein. Ich gehe in jede Tür rein. Oh mein Gott. Es ist dunkel, es ist hell. Ich sehe gerade wortwörtlich gar nichts mehr, Leute. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Wieso ist es so dunkel? Oh, warte mal, da war Blut. Da war Blut. Ich habe es gesehen, Leute. Da war was Rotes. Hier. Hier, hier, hier. Oder? Überall ist Blut. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. Ich drücke jetzt den Enter, Leute. Also macht euch keinen Kopf, dass ich hier irgendwas verpasse. Weil ich drücke die ganze Zeit wie ein Wilder. Und der Typ stöhnt die ganze Zeit drum, weil er ein bisschen sprintet. Bro, bist du überhaupt sportlich, Bro? Bist du überhaupt sportlich? Ist mal ehrlich. So unter uns. Oh, das können wir benutzen. Das ist sehr gut. Oh, so kommen wir in den Raum. Ich will nicht in den Raum gehen. Ich will nicht in den Raum gehen, Leute. Ich will nicht in den Raum gehen. Nein, 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 nein. Okay, wir gehen in den Raum. Wir gehen in den Raum, Leute. Ich will nicht in den Raum gehen. Ich will nicht in den Raum gehen. Oh mein Gott. My God, why have you forsaken me? Meine Güte, warum hast du mich enttäuscht oder so? Okay. Oh mein Gott, warum hast du mich verlassen? Okay. Sorry, okay. Ich meine forsaken. Hab vergessen, was das Wort heißt. Okay, forsaken heißt verlassen. Seht ihr das? In meinen Videos gibt es sogar epische Sachen zu lernen. Aber wieso bin ich die Leiche? Ich würde nicht einfach so ein ganz normales Gesicht haben, Leute. Ich würde mich fragen, was laberst du da und wieso liegt meine Leiche dort? Das ist gestört. Ich gehe lieber raus, okay? Ich will hier nicht mehr sein. Soll ich zurückgehen? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, es ist dunkler geworden. Es ist so viel dunkler geworden, Leute. Oh! Okay, das war der Blitz, das war der Blitz. Ich erschrecke mich. Ich bin so erschreckbar. Oh mein Gott. Okay, das ist mein dummer Bruder, der eben so richtig, ja, blöd ist einfach. Ich mag ihn gar nicht. Wir gehen jetzt einfach überall mal rein. Das Licht bringt mir hier in dieser Gegend zum Beispiel gar nichts. Aber der Flur ist so viel dunkler. Das ist einfach nicht mehr normal. Das Spiel ist so creepy, Leute. Also das ist wirklich kein Scherz mehr. Was war das? Wir dürfen nicht vergessen, wir träumen. Bedeutet, es ist nicht echt, was geschieht. Das Spiel heißt ein quasi Neverending Nightmares. Das bedeutet quasi sowas wie, dass deine Albträume niemals enden, okay? Also falls du... Stellt euch mal vor, ihr habt einen Albtraum, wo ihr im Albtraum die ganze Zeit aufwacht und der Albtraum fühlt sich ewig an. Oh, wie grausam wäre das denn, Leute? So ein Albtraum kann einen richtig mitnehmen. Wir tun einfach so, als hätten wir das nicht gesehen, okay? Das war gar nichts. Das war einfach nur ein blöder Schatten. Und wo ist meine Schwester überhaupt hin? Wieso kommt sie einfach zu mir und sagt, hey, du passt auf mich auf? Wie soll ich auf dich aufpassen, wenn du irgendwelche komischen Gestalten hier stehen? Schaut euch mal diese Puppen an. Was ist schief bei euch, ihr blöden Puppen, hä? Jetzt mal ehrlich, was ist schief bei euch? Ich kann hier nichts machen. Wortwörtlich. Blöden Puppen. Ich werde einfach mal zurückgehen, Leute. Ich werde einfach rennen, ja. Hier war ich nämlich schon. Ich glaube, ich muss zurückgehen. Das ist der einzige Weg. Richtig. Ist das der einzige Weg? Ich höre irgendwas. Ich höre irgendwas ganz, ganz... Jetzt können wir da rein. Oh mein Gott. Jetzt ist es nicht mehr so dunkel. Ach du heilige Kacke, Leute. Ich finde es so gruselig, das Spiel, ne? Also das ist wirklich nicht ohne. Das ist nicht ohne, meine Freunde. Das ist nicht ohne. Wir gehen jetzt einfach mal da lang. Wir sollten normalerweise nicht aufwachen. Auf jeden Fall an dieser Stelle. Hier konnten wir nicht hin. Da ist Blut. Da ist Blut. Eine Axt. Eine Axt mit Blut. Wieso ist deine Axt mit Blut? Was? Nein, 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 nein. Oh! Okay. Ich verstehe schon. Alles gut, kein Problem. Ich verstehe, was du meinst, okay? 100%. Ja, natürlich.
Okay, sowas mache ich auch immer. Wir haben eine Axt. Ich weiß nicht, wieso. Warte mal. Ich gehe lieber erstmal ins Badezimmer. Ich will meine Hände waschen und ich will einmal ins Spiel gucken. Ich würde am liebsten... Ey, ab diesem Moment würde ich wirklich am liebsten einfach nur... Okay, die Zähne sind immer noch da. Einfach Wasser in mein Gesicht spülen. Einfach aufzuwachen, bitte. Puh, irgendwas, um einfach wieder aufzuwachen, Bro. Und wieso... Ich meine, ja, wir haben die Axt hier. Was halt sehr geil ist. Aber sie hilft uns gerade nicht wirklich, oder? Ich weiß nicht, diese Bilder sind einfach nur gruselig, Leute. Gruselig, alles ist schwarz-weiß. Schwarz-weiß macht's noch gruseliger, Leute. Also, ich weiß nicht, aber das ist schon nicht ohne, okay? Das ist auf jeden Fall nicht ohne. Aber, Leute, wir chillen einfach unser Leben, okay? Wir chillen dort unser Leben. Da sehen wir ein Bild eines Brotes, das mir sehr gefällt. Ich liebe Bilder von Broten. Also, finde ich richtig geil. Oh mein Gott. Ich höre Schritte. Oh, oh, irgendwas verfolgt mich. Warte mal. Okay, ich habe gerade Schiss. Ich habe wortwörtlich gerade Schiss. Irgendwas ist links von mir, Leute. Das meint er mit den Kopfhörern so, dass man das am besten noch hört. Dass irgendwas von links kommt und ich merke es, okay? Ist das klar? Ja, ja, natürlich. Gib mir das bitte. Oh mein Gott, mach das bitte. Zerstör das bitte, aber schnell. Schnell, geh da durch. Alles gut, Leute, keine Panik, okay? Spann deinen harten Bizeps an. Ich weiß, du hast einen sehr guten Bizeps, ich weiß das. Auch wenn du bist Mädchen, du hast den besten Bizeps der Welt, okay? Keine Sorge, auch als Mädchen. Oh mein Gott, Schwesterherz. Okay. Es ist gestört. Sorry, aber sie lebt noch. Und ich bin wieder aufgewacht. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich werde die Folge vielleicht mal stehen lassen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es oben da, falls du es bis hierhin geschafft hast. Schreibe Traum in die Kommentare und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye, bye. Zum Glück bin ich gar nicht verstört. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.